Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Divinity Original Sin. Mit dabei ist wieder der Subgem Aloha. und ich der Sam und wir bewegen uns jetzt zum Hauptquartier der Marktlosen bzw. zu deren Kirche, nachdem wir ja jetzt den Guru da getötet haben, den Leuk. Ja, und mal gucken, was uns da erwartet. Ja, Jetzt können so wir ja in ich den habe Keller rein. ja. Aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass da irgendwas Wichtiges ist, weil da konntest du ja eigentlich so vorher schon rein irgendwie. Aber irgendwie muss das Spiel geupdatet worden sein, weil ich habe jetzt blaue Markierung auf allen Gruppenmitgliedern. Was hast du? Ich habe blaue Markierung auf allen Gruppenmitgliedern. Eine blaue Markierung? Keine Ahnung, was du meinst. Also ich habe hier keine blaue Markierung. Oh, bei mir sind alle Gruppenmitglieder blau angezeigt. Wo? Und Wo blau angezeigt? die haben alle einen blauen Schimmer. Ach, du meinst jetzt das Bild, die Bilder selber von denen? Notiz von Leuk. Gebe ich dir mal, dann kannst du sie munter vorlesen. No. Ein Subgem geben. Das haben wir nicht von dir. Guck Ja, mal. gleich ja. Diesmal ist es von Leuks akkurater Kalligraphie verfasst. Sie beschreibt bildreich und mit vielen Adjektiven die Methode, mit der ein Sternstein in einen Blutstein verwandelt wird. Zuerst wird das Blut des Geopferten auf den Sternstein geträufelt, so entsteht ein Blutstein. Sobald der Blutstein einmal zum Heilen benutzt wurde, wechselt er in seinen ursprünglichen Zustand zurück und wird wieder zu einem Sternstein. Ist total einfach eigentlich. Ja, Einmal Blut total. drauf und dann ist er wieder gesund. Ja, nice. Ja, dann, das Einzige, was wir noch machen können, ist ins Portal springen. Ja. Ich renn mal rein. Ah, a peaceful wood. The Catawoid Das Spiel Cultists anscheinend. was making me ill. Die Giole der Kultisten hat mich ganz krank gemacht. Was sind wir denn hier gelandet? Das ist Ach, eine wir gute sind Frage. hier ganz im Osten von der Map. Ah, okay. Interessant, hier waren wir noch gar nicht. Das stimmt. Wer weiß, was uns hier wieder erwartet, ne? Ja, wo gehen wir lang? Mal gucken, was hier ist. Ich folge dir mal Wo nach der rennt denn Richtung. Heidi lang? Ach da, da geht's immer lang. Ich habe Erfahrungspunkte. Oh, Fahrhangpflanze. Nur da oben geht's nicht mehr. Dann gehen wir hier unten lang. Oh. Wofür gab es denn jetzt die Erfahrungspunkte? Keine Ahnung. Weil wir einen neuen Weg gefunden haben. Oh, und ist irgendeine Tempelanlage anscheinend. Irgendwelche Viecher laufen anscheinend rum. Viecher? Wo? Ich kann die Markierung sehen. Ich habe rote Markierungen um jedes Tier herum. Hast du wie so ein Cheat aktiviert oder so? Keine Ahnung, Da weiß unten nicht, ist ein ob das Reh. ist. Oh, das ist auch Da ist ein markiert, ja. Hase. Ich glaube, für dich ist einfach alles nur feindlich markiert. Ja, Wo warum waren bist wir du hin? Wo echt waren wir hin, ist die blau? Frage. Ich renn mal Ja, hier keine hin. Ahnung. Ja, ich glaube auch. Sind die wirklich. Oder sind die Tote? Bleib stehen, Reh. Ich will mit dir reden. Have you been to the Cave of Portals? I heard it's haunted by an undead you. But that's only talk amongst us Ein untotes barbarians. Schaf soll da rumspucken. Okay. Hey, ein Schwein. I'm as pink and pretty as can be, and you're some Ich filthy bin so rosa nobody. und hübsch, ihr seid nur ein schmuddeliger Niemand. Sehr schön. Oh, eine Leiche. Hier ist auch noch Und was. Kaninchenbau. what have you got stashed in here, Mrs. Cottontail? Richtig kompetent. Was habt ihr hier versteckt, Frau Kaninchen? Zurück. Schön. Hier geht's weiter. Hier ist eine Höhle. Hier ist eine Totenkopfhöhle. Ich Ah. glaube, wir sind hier richtig. Ja, na dann. Wir müssen schließlich ein Level aufsteigen. Und wir müssen ja Es diese hässliche Spinne mal legen. wird eine Weile dauern. Ach Quatsch, ein Level, dann schaffen wir das. Achtung, das Wehrschaf. Hier muss es irgendwo ein Wehrschaf geben. Ich glaube, in der Höhle. Ist wahrscheinlich, Wollen ja. wir rein in die Höhle? Jeps. Logo. Hm, ein Wehrschaf. Das könnte Jetzt witzig sollte ich werden. erstmal speichern, vorsichtshalber. Ey, das ist nur ein Schaf. Na gut. Aber Wie du du kannst ruhig meinst. speichern, wenn du willst. Ja, der Vorteil ist, da muss man auch immer nicht so ewig wieder laufen. Falls wir gegen ein Schaf verlieren. Es ist ein Rollenspiel. Da sollte man immer speichern. Falls wir Wenn's gegen ein einem. Schaf verlieren. Wenn ein Spiel sowas schon einem bietet, dann sollte man es Es nutzen. ist schrecklich langweilig hier drin, ohne richtige Magie. Denn damit kommen die Dinge erst richtig ins Rollen. Oder sollte ich besser sagen, stampfen? Oh, das hört sich nicht gut an. Das hat ja noch an das Speichern eine richtige Idee. Stampfen?
Komm, Gegner, Makellosen, ich will mir Leute töten. Aber hier ploppte gerade irgendwas auf. Hm, komisch. Ja, du mit deinen scheiß Cheats. Oder Bugs oder so. Irgendwo muss was sein, was man angreifen kann. Ist da nichts? Ach doch, da geht's lang. Da geht's nach oben. Oh, Fledermäuse. Oh, hier geht's nochmal nach oben. Oh. Oder geht's jetzt nach unten? Hä? Wo sind wir denn rausgekommen? Gute Frage. Okay. Was ist denn da hinten? Sehr kurios. Oh, da ist ein Portal. Nice. Gleich ist er hin. Ja. Und tot. Wie? Keine Erfahrungspunkte? Hä? Ich kann es nicht mal anklicken. Muss ich aktiviert werden erst. Sehr merkwürdig. Hier sind wir auch falsch gelaufen. Ich habe mir das Spiel über ausgetrickst. Hier oben ist ein Teleporter. Funktioniert der? Sieht so aus. Hab's dafür Erfahrung? Jetzt ist er grün. Also, ich konnte durchgehen. Und wo bist du jetzt? In einer bewaldeten Gegend. Aber okay. Immer auch in diesen Tempelruinen anscheinend. Okay. Ich bin sehr verwirrend hier. Oh, ist ja was zum Ausbuddeln. Aha. Du hast mir eine Schaufel geklaut. Ja, das ist meine Schaufel. Oh, was ist denn da rausgekommen? Ein Bärschaf. Was? Wo? Bei dir? Ja. Ich werde damit reden. Ach was. Na toll. Sag nichts außer, du musst mit dir reden. Kann er nicht. Oh, ich rede schon mit dir. Nee, ich höre nur zu. Nee, ach, du hörst dazu. Ja. Ihr wagt es, die Wollkönigin zu belästigen. Flauschige Hätte wird kommen, euch plöckend vernichten. Möget ihr feiner Flaum euch ersticken und zur Hölle erschicken. Anscheinend passiert nichts. Erzählt mir von euch. Oh, euer Körper? Ihr meint, dass euer Körper hier irgendwo zu finden ist? By haunted trees and strange floating words, as was my body. I suggest you make your way to the Phantom Forest. Don't tell me you've got a penchant for stardust too. Reeking fools are all alike. Anscheinend passiert nichts. Just you wait. Armies of faithful flocks are waiting to attend my every whim. They'll make short work of you. All the better. Unglaublich. Dieser Text so gut. Nicht schlecht. Okay, ich glaube, wir haben uns verlaufen hier. Ich habe keinen Plan, wo wir hin müssen. Ich auch noch nicht. Aber hier waren wir noch nicht, das ist klar. Sieht aber halt auch wieder aus wie. Hier oben ist wieder ein Teleporter. Mal gucken, was hier rechts ist. Das erinnert mich an die Silphcope aus Pokémon Rot. Wo man durch die ganzen 1000 Teleporter rennen musste und dann irgendwann wusste, wie es geht. Ist auch ein Teleport, den man benutzen kann. Ich bin immer durch ihn durchgelaufen und bin am Anfang wieder raus. Okay. Und du auch. Ja. Effektiv. Wir sind noch nicht lang, ist die Frage. Okay, ich war links gegangen. Ich gehe mal geradeaus weiter. Ah ne, da kommt man gar nicht weiter, wie es aussieht. Ja. Das ist kaputt. Aber hier rechts ist noch ein Teleporter. Den haben wir noch nicht benutzt, oder? Geh mal in den rein. Wir müssen zu diesem Portal hier kommen, auf der anderen Seite. Oh, das geht auch zum Anfang zurück. Wie, das Richtige geht zum Anfang zurück? Yep. Okay, also einfach nur so ein Rätsel, wo man das Richtige reinbauen muss. Das kann sein. Muss ich nur merken, wo man reinrennt und wo nicht. Oh, was ist da denn gewesen? Oh, das ist wieder ein Wehrschaf. Nein, immer das Gleiche. Okay, ich war jetzt links gegangen, glaube ich. Ich geh mal geradeaus weiter. Und springe da jetzt rein. Oh, hier sind Zahnräder. Okay. Könnte denken, hier haben irgendwelche Zwerge irgendwas gebaut. Oh, und ich bin am Anfang wieder. Nachdem du gerade ausgegangen bist? Ja. Warst du rechts gegangen vorhin? Ich glaube, ja. Oder warst du bei... Ach. Wie viele Zahnräder waren hier denn? Da waren hoffentlich Zahnräder. Achso, kannst du das aber nicht aktivieren, oder...
Nö, es war einfach nur so Hintergrundzahnräder. Ich komme nochmal, geh nochmal hier lang. Ich kann mich ja nicht darauf verlassen, wenn ich sage, ich bin rechts lang gegangen, aber weiß ja nicht, was für dich rechts ist. Ich glaube, das ist bei uns gleich eingestellt, weil wir beide den Kompass auf Nord haben. Trotzdem. Ja, also man kommt bei jedem Tor gleich raus. Ach cool, das macht gar keinen Sinn. Jetzt erklärt zumindest, warum man dieses Tor hier nicht benutzen kann. Oh, hier kommt man weiter, glaube ich. Mal gucken, ob es hier weitergeht oder nicht. Ja, da wollte ich auch gerade lang. Bin gespannt, wo es hingeht. Hier sind Fledermäuse. Ist aber vollkommen unwichtig. Das ist echt ein Organ. Ist Nö, das eine hier ist auch Sackgasse? nichts, das ist auch eine Sackgasse. Hä? Ich glaub, hier kommt man gar nicht weiter. Was geben? Also die eine Maus hatte auch was, hatte irgendwas gesagt. Ich vermute mal, dass es irgendwo ein Rätsel ist hier. Das kann sein. Aber ich kann die Maus nochmal ansprechen. Die hat irgendwas von Erde, Feuer, Eis und so gelabert. Meine Lieblingsspeisen sind Eiscreme, Torten, Flambierte Bananen, frisch eingeschenktes Wasser, Wassermelone, alles, das mein System in Fahrt bringt, in ganz genau der Reihenfolge. Gab es nicht noch eine andere Maus? Und aber in diesen Vasen, hier befindet sich nicht so ein Zeug. Nicht, dass man irgendwas looten muss und es dir geben muss. Ne, ein Giftfläschchen wollen wir der Ratte nicht geben. Wieso? Das löst auch nicht unsere Probleme. Wieso willst du denn der Ratte Gift geben? Aber hier ist Feuer. Stimmt, hier ist ja Feuer, wo dieses Portal ist. Hier geht's einfach mal Feuer rein. Wo reinlegen? Naja, ich schieße das jetzt einfach mal dahin. Zum Portal. Geht das irgendwie? Irgendwie Feuer machen? Achso, hier, Krieg. Von Anfang an. Eis, Erde, Feuer, Natur. Oh Mist, was kommt danach noch einmal? Okay, von Anfang an Eis, Erde, Feuer, Natur. Eis, Erde, Aber ach Feuer, Natur. so, das ist die Reihenfolge, in der man die Portale vielleicht nutzen muss. Also hier ist jetzt Eis, da muss man also zuerst. Ah, man muss bestimmt immer wieder in dieses Portal gehen. Ich verstehe es. Pass auf, ich gehe jetzt einmal rein. Eis. Jetzt bist du bei mir. Jetzt Jetzt musst du in eins der anderen beiden gehen. sitzen wir in Erde. Jetzt müssen wir zum Feuerportal irgendwie kommen. Wo ist denn Feuer? Gibt es irgendwo Feuer? Nicht, dass ich wüsste. Also nicht, dass man es erkennt. Hier hinten ist Wasser. Wir brauchen Erde, danach Feuer und danach Natur, was auch immer in der Natur ist. Wahrscheinlich Wald. Aber hier Ja, ist ich nichts, glaube, was. dass sich das eine Portal immer wieder verändert. Ich bin mir Also nicht sagen wir sicher. so, oben haben wir Maschinenräder. Das sollte es nicht sein. Links hast du Wasser, also müssten wir eigentlich rechts rein. Da bin ich auch schon reingegangen. Nee, Weil das weißt du, ist das hier, guck mal, Einzige, was mehr hier, wie pass Erde auf. aussieht. Nee, jetzt ist es ja, glaube ich, hier grün geworden. Was Aber so, die bist haben du. doch so ein Logo über sich. Wie Logo? Das Eisportal hat ein Logo über sich selbst. Da ist oben auf dem Portal ein Logo. Haben die anderen auch ein Logo? Nö, da ist nur so eine Art Juwel oder so, was von zwei Händen umschlossen ist. Jedenfalls sehe ich da nicht mehr. Ha, ist ja merkwürdig. Dummes Rätsel. Also, Eis, Erde, Feuer, Natur. Ist hier Ja, irgendwas, was wie Feuer aussieht? Hier ist Feuer. warum leuchtet das Portal manchmal grün? Und jetzt nicht mehr. Warum kann ich diesen Kohlenkorb aktivieren? Eis, Erde, Kann ich Feuer. einfach ausmachen. Aber was ist denn Natur dann? Jetzt bin ich ja wie am Anfang und ich kann aber nirgendwo rein, also nichts, was wie Natur ist. Ich bin ja erst durch das Eisportal gegangen, dann durch das Erdeportal und dann durchs Feuer. Und mehr hast du nicht. Durch Natur kommst du nicht durch. Ich kann ja nochmal durchs Feuer gehen. Nö.
Das bringt wirklich gar nichts. Na, geh ich mal durchs Eisding hier. Ja klar, stimmt, du hast recht, über dem Eisding hast du so ein Eissymbol. Und bei dem anderen ist ja auch ein Feuersymbol, ja. Ja, aber da fehlt noch die Erde. Und da ist aber kein Symbol. Ja, hier ist kein Symbol, was die Erde aussieht. Ich glaube, das muss man woanders finden oder so. Also. Vielleicht gibt es ja hier irgendeinen Schalter oder so. Da hinten ist auch noch ein Problem. Wo bin denn da hin? Was denn? Wenn du auf dem einen Ort zoomst. Und hier gibt es Portale, die man auch sehen kann, aber von denen wir noch nicht wissen, wie wir da hinkommen. Ja, das gibt es ja auch immer wieder. Ja, aber. Sehr merkwürdig. Ich glaube hier kommen wir einfach noch nicht weiter. Im Endeffekt fehlen noch die anderen Portale. Wir haben jetzt nur Wasser, wir haben nur Eis und Feuer. Sehr merkwürdig. Aber Erde und Natur haben wir zum Beispiel nicht. Und um weiterzukommen, bräuchten wir erstmal überhaupt Erde. Da gibt es hier irgendwo so einen Hebel. Ziemlich ohne. Ah, hier kommt man doch durch. Haha. Hey, wo denn? Aha. Hä? Aha. Das ist mich auch hier raus. Aber das ist Wasser, oder was ist das? Weiß nicht, was das ist, aber egal. Aber man kommt auf jeden Fall hin. Interessant. Schon wie am Anfang. Okay. Gibt's hier auch noch hier ist der Weg. Aber es fehlt ja trotzdem etwas. Weil das ist ja eher Wasser oder so, weil das ist ja nicht Natur, so gesehen. Du hast Eis, Erde, Feuer. Gibt hier nicht mehr Dinger. Hier hinten ist eine Bibliothek, wo wir wahrscheinlich hinwollen. Da liegen auch ziemlich coole Zaubersprüche rum anscheinend. Aber kommen wir einfach nicht hin. Ich werde mal durchs Eisding. Es gibt ja einfach nicht mehr. Es fehlt einfach das Erde-Ding. Sehr merkwürdig. Ja. Ich habe irgendwas übersehen. Irgendwas fehlt. Irgendwas müssen wir vielleicht noch triggern oder aktivieren. Oder wir machen irgendwas noch falsch. Vielleicht gibt es auch noch einen Zauberspruch oder so. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich gibt irgendwo auch noch ein Portal, was wir nicht sehen. Ja gut, aber wir müssen an der Stelle die Folge erstmal beenden. Ja, das stimmt. Quasi die ganze Zeit nur wird durch die Gegend gerannt. Super. Toll. Gut, ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen und bis zum nächsten Mal. Cheerio. Tschüss.